Willkommen zurück zu Bayonetta 2. Heute steht der dritte Teil an. Und ja, jetzt gehen wir mal in dieses Portal da. Und schauen einfach mal, was da so abgeht. Achso, ich kann es da unten untersuchen, aber ich kann hier nicht rein. Okay. Wenn ich mich dem Artefakt nähere, kann ich spüren, dass meine Zauberkraft wie beim Mondschein steigt. Mich würde es nicht wundern, wenn ich dank seiner Macht die Schwerkraft sogar bei Tageslicht kontrollieren könnte. Und dann Rinder. Ah, das ist jetzt... Okay, cool. Valiance, okay. Komm mal her, du kopfloser Nick. So, come on. Gib ihm. Okay. Ein Bein ist schon ein bisschen beschädigt. Machen wir das auch noch down. Warum vorhin zu cool sagte, ist einfach, dass wir jetzt hier mit der Schwerkraft mehr arbeiten können auch. Was mir extrem gefällt, diese Kämpfe an Häuserwänden und sowas. Jetzt müssen wir auf seinen Kopf, ja? Come on. So, da kam kurz ein Drache raus. Jetzt ist auch bloß noch ein Gerippe. Come on, gib ihm. So, komm schon, er hat nicht mehr viel. Jetzt gibt's ein bisschen Happa Happa fürs Monster. Hallöchen. Oh. Ah, das arme Vieh. Sehr schön. Wahnsinn, was hier abläuft. Ja, by the way, ich durfte, weil ich nach der zweiten Aufnahme ja aufgehört habe. Habe ich nochmal das ganze Kapitel spielen dürfen. Also falls ein bisschen was anders ist oder ich ein paar Sachen mehr habe, dann ist das halt so, weil... Weil ich dann halt mehr habe. So, noch eine Krähe. Sehr gut. Und irgendwer kämpft doch da, oder? Jetzt schauen wir erstmal hier ins... Wer ist das? Muspelheim. Immer noch ein komischer Name. Muspelheim. Wo ist das her eigentlich? Aus dem Nordischen oder so? Das klingt ja nahezu so. Kassiere keine Treffer. Und viel ausweichen, ne? Na, Mist. Nochmal. Nochmal, das ist möglich, weil vor uns waren bloß noch zwei am Ende. Aber ich sag dir, die werden schon knackiger, ne?
Auch wenn man es mir vielleicht nicht glauben wollt. Also natürlich auch Todpistolen. Jetzt haben wir es doch. Guck, bis zum Ultra-Climax warten und dann gibt's aufs Maul. Sehr schön. Und nochmal ein Hexenherz. Sehr gut. Super. Einmal verlassen, bitte. Ja, die Aufgaben. Ja, es sind natürlich, wenn man jetzt leicht auf leicht spielt. Nicht so wahnsinnig schwer, ne? Aber trotzdem, es geben immer gute Belohnungen. Engel der dritten Sphäre, Cashet and Compassion, okay. Na dann, hau mal rein hier. Ach, das war's schon. Ach, das ging ja schnell. Ja gut, wenn man am Anfang halt gleich einen Ultra-Climax zündet, ne? Da ist der Bur. Okay, dann warten wir mal gleich. Also schauen wir gleich mal. Ich habe da noch irgendwo, da täuscht es bloß noch ein Ding gesehen. Ein Schreien, es kann sein. Ach ja, falls man im Hintergrund irgendwelche Vibrationen oder so hört, das ist die Waschmaschine. Die muss halt auch mal wieder arbeiten, ne? Keeping secrets from Mummy? Nope. Nothing comes to mind, love. Sorry. But since this is your bloody mess, do you mind hurrying the fuck up and getting rid of this thing? Now, that's no way to talk to a lady. No wonder your guardian angels are trying to give you a good spanking. Whatever, love. You've already been following me, so let's make a deal. You save me, I'll show you around this joint. Heading to Fimbulventer, aren't we? That makes two of us. And it'll take two of us, won't it, love? You seem to have skipped school the day they taught basic negotiation skills. You're supposed to negotiate from a position of strength, little one. Not just be a one-trick pony. That works too, I suppose. I don't have time to give a shit about who you are or why you're going to the mountain. Take me there and make it quick. You stay with me, and I promise you'll end up in one piece. Got it? Wait, stop! Before I show you the way, love. You gotta agree to a little condition. Do we need to go over my lesson again? First, learn to talk to a lady. We don't react very well to being insulted, little one. Well then, I don't react to being called little one. The name's Loki. And what should I call you, love? I mean, ma'am. Do I look like a ma'am to you? Bayonetta or Cereza? Take your pick. Cereza? You don't look like a Cereza to me. Well then, Bayonetta it is. Let's move, little one. Hey! I just told you my name is... You'll earn your name when you become a man. Na dann, Loki, mach mal die Tür auf hier.
Oder wir können es auch. Das ist ziemlich flott, der Kleine. Aber, muss noch kurz warten. Hexenrezepte, okay. Brauvorgang. Ja, gut. So, noch Eintrag Nummer 1. Auch noch, eieiei. Ah, guck, hier ist nochmal so eine unsichtbare Truhe. Muss mal schauen. Nochmal ein Buch. Alter Verwalter. Ein Ort der Läuterung. Ne, kann man nicht zerstören. Okay. Loki wartet jetzt wahrscheinlich auf uns. Beziehungsweise, nein, er ist noch kein Mann, ne? Deswegen. Kurzer. Ja, ja, ja. Aus meinem sehr englischen Akzent, ne? Okay, einmal hier, einmal. Komme ich überhaupt so hoch? Okay, wo ist er? Da ist der andere. Ja, die sind jetzt alle leichter. Auch der zweite aus der letzten Folge war leichter als der allererste irgendwie. Oder habe ich mich da einfach nur dumm angestellt? Das kann ja auch sein. Schauen wir, was kriegt man da raus? Vierfaches Mega Umbra-Herz oder Hexenherz? Nee. Schade. Ja, ja. Im Gegensatz zu dir bin ich halt Indianer Jones Bayonetta. Oder Bayonetta Jones. Ja, jetzt machen wir auf hier. Den Laden. Oh, schöner, schöner Garten, du. Doch, ich finde die Welt hier jetzt momentan auch nochmal deutlich hübscher als im ersten Teil gestaltet. Da kann man nichts sagen. Also da hat man, sieht man halt grafisch schon mal die Unterschiede zwischen den Jahren. Aber natürlich dann auch nochmal, finde ich, ja, dass sie da ein bisschen mehr Mühe gegeben haben von den Leveln her. Ach, Kämpfe. Handkanten-Hexenschlag. Ja. Komm. Bisschen Lasagne. Aua. Da kriegst du mit der Waffe von deinem Boss zu tun. Alter, haut das Ding rein. Hexenwerk vollbracht. Lichtgestalt, okay. Das ist diese Ingame, was soll ich sagen? Belohnungen. Trophäen. Tugend der zweiten Sphäre. Urbane. Wo müssen jetzt meine Heiligenscheine hin von gerade eben? Weg, schade. Und schon ein Viertel hat er schon mal weniger. Ein bisschen was aus der Hölle. Dich zu verprügeln. Ob wir ja mal später noch andere Gegner als der Engel bekommen. Ob es dann auch mal Dämonen oder sowas gibt. Na, wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall gespannt und das Spiel macht jetzt schon mal echt viel Laune. Und weg ist er, der Große. Der Urbane. Küsschen aufs Türchen.
Sehr gut. Dann Loki Boy. Das hier? Ach, der Shop. Ah, da wollte ich ja noch sparen. Auf die 100.000 Heiligenscheine. Wegen dem Customizing-Ding. Was es so gibt. Ne, gibt nichts, schade. Warum ich mich jetzt hier bis so umschaue, ist, in dem Hafengebiet ganz am Anfang von dem Kapitel, da gab es unter Wasser eine versteckte Truhe. Und deswegen habe ich da jetzt eben hier mal nachgeschaut. So. Und das, okay, versteckter Kampf, immerhin. Und das ist ein Hexenherz. Sehr cool. Da lag jetzt nochmal irgendwas am Boden. Da, guck. Ach, das sind seine Waffen. Naja. Guck, also kriegt man noch ein Hexenherz. Geschenkt. Sehr cool. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer wieder mal, die Welt doch ein bisschen zu erkunden. Ist ja auch noch ein Kampf, das wäre der Hammer. Ne, das ist eine Truhe, ja. Schau, guck. So ein bisschen Stuff und die 100.000 haben wir auch bald zusammen. Sehr schön. So, Loki Boy. Der wirklich was mit der nordischen Mythologie zu tun hat? Ja, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ach, jetzt kommt das Viech schon wieder. Ich renne einfach mal weiter. Ach, Hallöchen. Das ist ein ganz komisches Kampffeld irgendwie. Man ist zwar gewohnt aus Videospielen, dass man natürlich einen Gegner nicht immer, vom Bossgegner nicht immer perfekt erreichen kann, aber dass es so von oben herab auf mich schaut, ist dann doch eher ungewöhnlich. Na gut, wieder mal ein Kampf in der Luft. Komm her. Gut, wir haben schon mal einen Großteil seiner Energie abgezogen. Und wir haben sowas wie Fernangriffe, das ist auch nicht schlecht. Also diese haarigen Beine und so. Die können auch ein bisschen auf die Ferne gehen. Ist sehr gut. Und schon Ultra Climax. Yes. Die Dämonen-Lady ist wieder am Start. Sehr schön. Alter, ja. Draps halt zusammen. Tschüss.
you're doing? Let go of me! So, little one, what's all this sovereign business about? Not a clue, love. Oi! Well, whatever. If your sovereignness is going to get in my way, our deal is over. And if we're going to have to meet any more of your friends, you'd better learn to take care of yourself. I'm quite all right on my own. Got it? Your tricks aren't going to work forever, little one. More tricks, little magician. Maybe you've got more to offer than I expected. For the time being, though, stay here and don't get frisky. There. That is the one, is it not? Yes. I will never forget that face. Okay. Kapitel 1, nur Artun Genesis abgeschlossen. Da gab es sogar Kämpfe, die ich nicht gemacht habe. Aber wahrscheinlich jetzt in dem Durchgang hier, oder? Ich habe keine Ahnung. Ist egal, wir haben Silber bekommen. Auch nicht schlecht. Die Stärksten der Umbra. Ah, noch so viele Bücher, ey. Ich glaube, einmal mache ich mal so eine Büchervorlese-Folge. Ah, das ist das nächste Kapitel. Das würde ich sagen, gehen wir dann aber auch das nächste Mal an. Ich hoffe natürlich, dir hat es heute trotzdem gefallen. Eine etwas kürzere Folge. Dafür gab es ein bisschen mehr Story. Und Hoheit Loki ist jetzt unser Begleiter. Der kurze. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dir hat es gefallen. Wenn ja, lass doch einen dicken Daumen nach oben da. Einen Kommentar, wenn dir hat gefallen. Und dann, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und ein Abo, wenn du nichts mehr verpassen wolle. Bis dahin, Servus und für dich.